Hi Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir begrüßen euch zu einem neuen Video. Heute gibt es ein sehr angefragtes Video von uns. Und zwar möchten viele von euch sehen, was Tinkerbell denn für Tricks kann und wie wir ihr die beibringen. Wir haben unsere eigene Methode entwickelt. Also so klappt es wirklich am besten mit Tinkerbell. Tinkerbell ist ein sehr lernwilliger Hund und lernt auch recht schnell. Was ganz wichtig ist bei dieser Sache, ihr müsst auf jeden Fall Geduld mitbringen, denn es dauert schon etwas, bis der Hund den neuen Trick kann. Also das geht nicht von jetzt auf gleich. Manchmal dauert es bei Tinkerbell sogar ein paar Tage. Also wir wiederholen das immer wieder und dann hat sie das ganz schnell drin. Was natürlich auch noch ganz wichtig ist, dass ihr die Lieblingsleckerlis von eurem Hund bereit habt. Und dann steht eigentlich dem Ganzen nichts mehr im Weg. Ich bin natürlich keine Hundetrainerin und wir haben unsere Methode rausgefunden und so klappt es mit Tinkerbell am besten. Ich finde, es gibt kein richtig und falsch. Jeder sollte das handhaben, wie es mit seinem Hund am besten klappt. Und von wegen, das ist falsch oder macht das so. Also, wie gesagt, wir machen das so und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Jetzt aus einer anderen Perspektive. Zum Üben benutzen wir gerne diese Leckerlis hier, die sind extra klein. Kann man vielleicht erkennen. Und die eignen sich eben super gut, um Kunststückchen beizubringen, weil wenn ihr zu große Leckerlis habt, dann, ja, ich sag mal, das ist nicht so optimal. Am besten kleine. So sehen die jetzt aus, aber wir halbieren die nochmal, dann ist es besser für Tinkerbell. Dann haben wir solche kleinen Stücke und dann haben wir natürlich auch ein bisschen mehr. Sitz. Fein. Sitz. Männchen. Männchen. Fein. Männchen. Fein. Korb. Fein. Sitz. Platz. Und bleib. Komm her. Mensch. 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 Ja, fein. Das Kunststück ist besonders cool, weil wir möchten einfach, dass sie läuft wie ein Mensch. Und das habt ihr gerade gesehen. Es klappt schon richtig gut. Pfötchen. Fein. Ah, genau, das kann sie auch noch. Pfötchen. Wie ihr gesehen habt, sie kann schon einiges. Und jetzt möchten wir euch noch zeigen, dass sie noch ein Kunststück kann. Das haben wir Hase benannt. Oder Häschen, das kann man ja benennen, wie man möchte. Dabei soll sie auf den Hinterpfoten sitzen und eben, ja, genau, so soll das dann aussehen. Aber sie braucht dabei noch Hilfe, ganz alleine macht sie das leider nicht. Hase, Hase. Ja. Wir bringen Tinkerbell jetzt den neuen Trick bei und wir haben uns dazu entschieden, High Five zu üben, ne? Sitz, Pfötchen, ja fein, das kennst du schon. Sitz. High five. High five. High five. Ja, fein. High five. Ja, fein. Also wir belohnen das jetzt auch schon. Es ist zwar noch nicht ganz der Trick, aber sie tastet sich ja so langsam daran und sie weiß dann, wenn wir sie belohnen, dass sie halt noch mehr in diese Richtung gehen muss, sage ich mal. Jetzt macht sie halt noch mit zwei Pfoten das High five und wir möchten natürlich, dass sie das mit einer Pfote macht. High five. High five, sitz, sitz, fein. High five, sitz, ja fein. High five, sitz, nur eine Pfote. High five, high five, high five, ja fein. Eine Pfote runter, eine Pfote runter. High five? Ja, mach, komm, high five. Wie ihr seht, sie möchte es machen, aber irgendwie macht sie es noch nicht ganz so. Manchmal ja. Ja, komm. Ihr dürft euren Hund nicht überfordern, das heißt, wenn der Hund keine Lust mehr habt und ihr das merkt, dann lasst es lieber für den Tag und macht es einfach am nächsten Tag weiter. Also immer so ein bisschen spielerisch lernen und den Hund zu nichts zwingen auf jeden Fall, weil ansonsten erreicht ihr gar nichts, wenn ihr den Hund zwingt. Und wie ihr seht, noch ist Tinkerbell aufmerksam und hat Lust und so lange machen wir das jetzt auch noch. High five. High five. High five. High five. Wie ihr seht, es klappt immer besser. Wie gesagt, wenn wir das jetzt noch ein bisschen üben, dann wird es auf jeden Fall perfekt. Und ich bin stolz, dass Tinkerbell eigentlich so schnell lernt. Wir haben dafür jetzt circa, ja, ich sag mal 5 Minuten gebraucht. Und natürlich muss es noch etwas
weitergeübt werden, aber ihr merkt, es ist eigentlich kein großer Zeitaufwand, besonders nicht bei den leichten Tricks. Es gibt natürlich Tricks, zum Beispiel wie die Rolle, da kann ich mir vorstellen, bräuchte Tinkerbell ein bisschen länger als jetzt bei diesem High Five hier. Jetzt zeigen wir euch das Endergebnis, das wir jetzt mit diesen 5 Minuten Übung erreicht haben. High Five. Fine. So, das war das Endergebnis von heute. Wie gesagt, wir haben jetzt 5 Minuten durchgängig diesen Trick geübt und ihr seht, es ist schon ganz gut vorangekommen. Natürlich braucht es noch etwas Übung die nächsten Tage, aber dann kann sie es auf jeden Fall. Perfekt. High Five. Ja, fein. So, das war's für heute. Ihr habt gesehen, wie wir Tinkerbell die Tricks beibringen, also ganz spielerisch, mit ganz viel Geduld und immer Ruhe bewahren. Wenn es mal nicht so klappt, ist es auch halb so wild. Dann probiert ihr es einfach nochmal am nächsten Tag oder einfach wann anders. Ja, und wir hoffen natürlich, dass euch unser Video gefallen hat. Tinkerbell? Mensch. So, meine Lieben, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ihr habt gesehen, was Tinkerbell für Tricks bis jetzt kann. Ich bin ganz stolz auf sie, denn sie ist ein sehr lernwilliger Hund und es klappt recht super. Sie bleibt schon lange konzentriert, wenn wir etwas Neues üben möchten. Das habt ihr gerade eben gesehen. Wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein positives Feedback da. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das kostenlos tun und somit verpasst ihr kein Video mehr von uns. Wir wünschen euch einen wundervollen Tag. Ciao!